Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ja, wie ihr seht, bei meinem Schnuggi sind wir sehr traurig. Also ich muss wirklich sagen, Elba ist wunderschön. Und gerade jetzt hier unser letzter Stellplatz und Porto Azzurro haben uns noch mal mehr von dieser Insel überzeugt. Also ja, ihr habt sie im letzten Video gesehen. Vielleicht, hoffentlich. Wenn nicht, kann ich es euch auch gerne noch mal an der Stelle verlinken. Also das ist so, wir haben ja, wie viele Campingplätze haben wir hier angefahren? Vier Stück? Drei Stück? Ja, drei waren es. Drei. Also das hier ist unser Favorit, wo wir jetzt sind und wo wir heute fahren. Der ist klein, der ist so mit Liebe gemacht zum Detail. So freundlich, sauber, schön. Ja. Es ist einfach toll. Also wir würden hier definitiv auch Urlaub machen wollen. Und die Stadt Porto Azzurro noch dazu. Ja. Fußläufig also, 15, 20 Minuten zu erreichen auf diesem Panoramaweg. Ja, also mit dem Fahrrad über den Berg vielleicht 5 Minuten. Mit dem Fahrrad geht es auch, genau. Also das ist Wahnsinn. Wie gesagt, der Abschied fällt schwer. Wir werden jetzt hier alles zusammenrödeln, werden nochmal, was man so macht, Fähr- und Entsorgen. Und dann geht es leider schon wieder zum Hafen. Dann fährt heute Mittag irgendwann, ne? Ja, genau, fährt die Fähre wieder zurück. Und ja, mal schauen, wo es uns dann so hintreibt. Genau, aber die Reise geht weiter und ich denke mal, dass er auch spannend weitergeht. Wir sind jetzt schon am Hafen angekommen, war Fahrzeit, ich glaube 25 Minuten, einmal so quer über die Insel rüber. Und ihr seht auch schon, hier in der ersten Reihe stehen schon die Camper. Und ich will mit euch mal so ein bisschen zu den Fähren gehen, weil hier kommt wirklich jede Fähre, die hier generell hier rüber fährt, die kommen hier an. Und jetzt ist hier gerade so eine große angekommen, dann gehen wir mal hin. Hier könnt ihr sehen, da kommt jetzt unsere Fähre, das ist die Blue Navy. Und hier ist jetzt gerade die Schnauze aufgegangen, hier von der Fähre. Und da werden jetzt gleich die Autos rauskommen. Alles schon beeindruckend, wie das hier alles funktioniert und wie reibungslos das auch alles funktioniert. Ne? Ihr seht es, hier hinten geht es weiter. Da hinten an dem schwarzen Schornstein. Na, bisschen unscharf. Jetzt Mobi, also alle da, die hier rüberfahren. Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save when it gets dark. I'll take the blame for what we are. Yeah.
Mittags bei Camp Your Life in der Toskana. Hier riecht's aber schon lecker. Ja, wir haben jetzt ein Notfallessen gemacht, weil wir uns in der Zeit verschätzt haben. Und ja, wir wollten eigentlich schon längst an unserem Ziel sein, aber es hat alles nicht so geklappt. Die Fähre hatte ein bisschen Verspätung und. Ja, long story short. Ich habe jetzt mal so eine schnelle vegane Pizza gemacht in meinem Omnia. Und deshalb bin ich immer so froh, dass wir den auch dabei haben, weil das geht da so ratzefatz. Gott sei Dank, ja. Ich bin auch froh. Ich habe nämlich Hunger bis unter beide Arme, du. Ja, also es ist auch wirklich heute irgendwie alles so ein bisschen... Ja, und danach müssen wir auch gucken, weil der Kühlschrank gibt nicht mehr so viel her. Ja. Da müssen wir auch gucken, dass wir mal nochmal irgendwo was einsammeln können. Ja, weil sonst wird mein Schnucki nicht satt. Ich habe ihm ja schon angeboten, ich würde ihm gerne Tomatensauce mit Meeresfrüchten machen, so wie ich sie mag. Aber dafür dankend abgelehnt. Okay, sag doch mal bitte, was hier passiert ist. Ja, ich habe dummerweise, obwohl ich diesen Omnia schon so lange benutze, der hat die Hitze falsch eingestellt. Da war er halt unten, hat er Gott sei Dank, hat die Pizza eine schöne Farbe gekriegt. Und oben ist er halt noch ein bisschen hell. Aber sie schmeckt. Ja, das ist die Hauptsache. Genau. Ich würde sagen, auf geht's. Ja. Take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Also heute geht's Schlag auf Schlag, Schnucki. Was haben wir jetzt schon wieder vor? Ja, wir sind jetzt in San Gimignano. Hier wurden unter anderem ein Quantum Trost, ja, ich glaube, so heißt es, gedreht und auch Twilight und auch andere Filme noch. Das ist doch alles nebensächlich. Ein wunderschönes Bergdorf und hier sollte es der weltbestes Eis geben vom Eisweltmeister. Gelateria Dondoli heißen die. Die ist hier in San Gimignano und wohl, das muss man wohl probiert haben. Also ich werde es auf jeden Fall probieren, auch wenn ich sonst keinen Zucker esse, großartig oder ja, so gut wie keinen. Du, Schnucki? Ich will jetzt hier noch nichts sagen. Ich weiß es noch nicht genau. Also eigentlich nein. Aber vom Weltmeister und was ich da gelesen habe davon und... Naja, vielleicht will ich mich mal ganz kurz nur vergiften. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ich lass mich überraschen, ich muss das sehen und dann vielleicht lasse ich Schnucki erstmal probieren und wenn die dann sagt, boah, mega, dann vielleicht auch. Aber wir schauen mal. Der Stellplatz, wo wir hier stehen, das ist so ein kleiner Tipp, weil, also was heißt ein kleiner, eigentlich ein großer Tipp. Ihr könnt, den verlinke ich an der Stelle, da könnt ihr hierher fahren, ich glaube 11 Euro, kosten 24 Stunden. Und das sind, glaube ich, mit dem Bus, also hier direkt daneben ist eine Bushaltestelle, da könnt ihr mit dem Bus hinfahren, bekommt wohl, auch wenn ihr das Parkticket hier vorzeigt, auch eine Ermäßigung. Ich glaube,
pro Person 1,50 Euro. Also da kann man nichts sagen. Es ist schön, fährt man 5 Minuten, wie gesagt, hin. Ja. Wir nehmen jetzt natürlich die Räder. Wegen Lotti halt. Weil viele auch gesagt haben, als wir in Amalfi waren, ja, warum seid ihr nicht mit dem Boot gefahren oder mit dem Bus? Also wie gesagt, in Italien müssen die Hunde in Öffis einfach, also in öffentlichen Verkehrsmitteln, einen Maulkorb tragen. Und sowas besitzen wir gar nicht. Und sowas würden wir auch niemals Lotti zumuten, einen Maulkorb zu tragen. Die würde ja denken, was habe ich denn verbrochen, dass ich jetzt so ein Ding da anhaben muss. Und deshalb setzen wir uns aufs Fahrrad. Auf geht's. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire, I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time Wahnsinn, Schnucki, was ist denn hier los? Ja, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe auch mit sowas gar nicht gerechnet. Aber du siehst, es ist wohl wirklich sehr bekannt und sehr beliebt alles. Was ist das hier? Das? Gelateria, das ist das Ding hier. Aber das, ich weiß nicht, ob das die ist. Nee, ich glaube, das ist Dondoli, oder? Lotti? Ja, anscheinend nicht. Doch, aber es könnte durchaus sein, dass es die ist. Wahnsinn. Guck mal hier rein. Wir werden uns noch mal ein bisschen... Guck mal hier rein. ...umschauen. Wow. Kein Wunder, dass Lotti da reinzieht. Wahnsinn, hier kannst du ja im Leben jeden Laden ja, super, stehen bleiben. Ne? Wein ohne Ende, sehr, sehr bekannt hier in der Toskana. Ach, macht Dinger. Oh, blöd, Mann. Wow, guck mal, Best Tiramisu in Town steht da. Ich liebe Tiramisu. Was? Best? Tiramisu in Town. Lotti, aber ich mache sie halt immer ohne Zucker. Aber sieht schon gut aus. Yeah. It's my favorite. Aber ich probiere es. This is a vinsanto or traditional? Traditional. Das ist ja der Knaller. 3 Meter hierher gelaufen. Yeah. There you go. No, no, gerade. Ich muss nachher noch sündigen. Leute, die ist wirklich mega, mega lecker, sag ich euch. Musst du das jetzt sagen oder ist es wirklich so? Nee, es ist wirklich sehr, sehr lecker. grazie. Vinsanto. Okay. I like more the traditional. Yeah. It's much better. Yeah. Ach, guck mal, hier alles ist Olivenholz. Hey, guck dir das mal an. Oh, wow. Meine Güte. Hallo. Sour chocolate. Wow. Nicht schlecht. Guckt euch das mal an. Das sieht ja wirklich gut aus. Ja, willst du probieren? Ach. Ich nicht. Ich krieg einen Zuckerschock heute, Leute. Hazelnut, Pistachio, Salted Caramel, Coconut. Hazelnut. Grazie. Nee, grazie. Limoncello, maybe? No, lui non mangia zucchero. Per niente. Buono. No, no. Fa male. Sì, sì. Buono. Grazie. Komm, Lotti, komm. Ciao. 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 Lotti, komm. Hätte ich das gewusst hier, hätten wir gar nicht zum Mittag anhalten brauchen, ne? Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich noch ein Eis will. Ich mag auch Pizza. War das so süß, oder? Oh, die war so lecker. Was? Ich liebe Haselnuss und die war mit Haselnuss. Und die schmeckt so lecker, Schokolade, also wirklich. Ja, was war das, was Besonderes, die Schokolade, oder was? Den ihre Schokolade anscheinend schon. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gelesen. Ich wollte ja auch eigentlich gar nicht probieren. Aber wo er dann gesagt hat, na komm. Und dann auch noch Haselnuss.
Und es war wirklich lecker. Hm. Guck mal, schau mal, da stehen die Besucher vom Campingplatz. Oh. Ah ja. Das Wildschwein. Die Brüder hier, die sind auf dem Campingplatz rumgelaufen. Und auch genau die Größe ungefähr. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Also damit hatte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, hier sowas zu sehen. Ich habe in der Eisdiele gerechnet und gut ist. Aber das ist schon krass hier. Guck dir mal die Teller da drin. Ja. Lotti, warte. Also dieses Bunte finde ich nicht so toll, aber das finde ich tatsächlich schön. Ja, ich finde das Bunte auch nicht so schön, aber ich finde diese Auswahl, diese Vielfalt, Wahnsinn, dieses, ne? Ja, generell die Kunst. Magst du mit Lotti draußen warten? Wenn ich mir nur hier gucke, ja. So für so ein Weinding hier, Öl, wow. Fässchen, 100 Euro, das muss irgendwie alles handgemacht sein. Crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Weil doch die Toskana auch für den Lavendel so bekannt ist. Genau. Und die Lavendelblüte ist von Mitte Juni bis Ende Juli, habe ich mir sagen lassen. Nur leider habe ich noch keinen gesehen. Wow, wie gut es riecht. Ja, ist toll, ne? Caught behind the Venetian blind. Try to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mana, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone, sitting in my pocket. Hast du gefunden? Ja, the world's famous gelato. Wow. Ja, und zwar sind die Hallo. Auch seit 1992 und jetzt erst seit kurzem auch sogar in Paris haben sie eine Filiale. Und ja. Ich gehe jetzt rein und dann gucke ich mal, was ich mir hole. Aber eine Kugel oder was holst du? Ja, für uns beide. Ich glaube, das ist sonst ein bisschen viel Zucker. Befürchte ich. Also ich habe noch keine Eisdiele gesehen, wo gar kein Zucker oder wenig Zucker genutzt wird. Ich bin gespannt, was du mitbringst. Ja. Ach, guck mal, aber was ich schon ganz toll finde, mit Biomilch, Biofrüchten, mit lokalen Früchten, also alles hier aus der Gegend. Also das ist wirklich toll, muss ich sagen. Das hört sich schon mal gut an. Yes. Im Becher Haselnuss einmal. Next. The world's famous ice cream. Und ich habe genommen meine Lieblings-Eiscreme. Da musst du jetzt durch, Schnucki. Was ist das? Was ist das? Meine Lieblings-Eiscreme? Irgendwas mit Nuss, Haselnuss, ne? Genau. Yeah. Zwei Löffel extra. So, ich bin jetzt mal so frech. Ich probiere mal als Erste. Sehr, sehr lecker. Und ich glaube, da ist auch gar nicht so viel Zucker drin. Also es ist für mich immer noch sehr, sehr süß.
weil wir eigentlich keinen Zucker mehr essen oder ganz, ganz selten. Aber es ist nicht so süß, wie ich es vermutet hätte. So, Schnucki, Achtung. So, Moment, Achtung. Mama, guck mal. Ich begehe eine Sünde. auch da ein Sohn. Oh, ist aber schon süß. Ja, aber nicht so süß, wie ich gedacht hätte. Nein, ich weiß ja nicht, wie du gedacht hättest, aber wie gesagt, es ist schon süß. Mhm. Aber es ist okay. Ich habe mal das weltbeste Eis probiert. Ja, und da sind sogar ganze Nüsse drin. Ich habe eine gefunden. Wow. Puh, was bin ich kaputt. Was ein Tag heute. Wahnsinn. So viel erlebt, auf dem Meer gewesen, durch die Toskana gebreddert, beim weltbesten Eis-Gelato-Mann Eis gegessen, mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren, also erstmal hin, wieder zurückgefahren. Und jetzt seht ihr hier unten das Ergebnis. Also ihr geht es ähnlich wie mir. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, wart ihr hier schon mal beim Eismann? Habt ihr das Eis schon mal probiert? Schmeckt es euch wirklich so gut? Oder sagt ihr, es gibt es hier vom Eishändler nebenan, schmeckt mir das Eis ähnlich oder genauso oder besser? Das würde mich mal wirklich interessieren. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert und im nächsten Video wieder mit einschaltet, wenn ihr wollt. Und bis dahin, camp your life. Ciao.